Schützenbruderschaft. 1823 Anlagen in die Stadt. Oberst Dieter Beckschäfer ist stolz darauf, dass seine Bruderschaft alt und jung so gut miteinander verbindet. Der TuS Beleke, sonst eher für Sportliche zuständig, hat seit 1923 auch einen Spielmannszug, geleitet von Stefan Weber. Die Musiker sind ständige auswärtige Begleiter der Bürgerschützengesellschaft Beleke von 1712. Der 1100 Mitglieder zählenden Gesellschaft, die vor 12 Jahren das Bundesschützenfest ausrichtete. König Hubert ist König und König Hubert ist König und Prinz zugleich. Als Prinz Karneval führte er in diesem Jahr die große Beleker Karnevalsgesellschaft. In Beleke heißt das, er machte das Hubel. Ganz besonders herzlich begrüßen wir die Bürgerschützengesellschaft aus unserer Nachbarstadt Arnsberg. Sie bringt Tamburchor und Blasorchester mit dem Tamburmajor Mark Dripper und dem Dirigenten Wolfgang Klauge mit. Thank you.
Eltern beim Berliner Buchhaus mit ihren Schützenhauptmann Manuel Reuter. Thank you.
sorry. Sie sind im ganzen Leben Nachbarn und sind auch in diesem Schützenzug sehr nahe. Die Beckower und die Schützenbrüder von St. Sebastian aus Höfel. Sie sehen zwar im Moment noch den König sehen will. Die Beckower und die Schützenbrüder von St. Sebastian aus Höfel. Michael und Claudia heißen nicht nur König, sie sind es auch. Und weil man in Höfel gerne König ist, trägt auch der erste Brudermeister mit Vornamen Hans-Jürgen diesen schönen Namen. Er ist 4 Jahre alt, als der Musikverein in Echthausen, der von Klaus Schrieber geleitet wird. Echthausen unter Oberst Gerhard Beckenbauer zählt 550 Mitglieder und existiert seit 1818. Raimund Suthoff und Ute Tober sind das Königspaar. Thank you.
Meine Damen und Herren, für diesen prächtigen Hofstaat aus Garbeck, da darf es durchaus nochmal einen riesigen Sonderwahlfall geben. In Langenholthausen ist sie seit 1831 die Schützenbruderschaft dem heiligen Johannes gewidmet. Der Vorsitzende heißt Berthold König, Clemens Schäfer ist es und seine Frau Sabine die Königin. In zwei Jahren wird 175-Jähriges gefeiert. Herdringen ist nicht nur durch sein Schloss, sondern mindestens genauso durch seine Musikkapelle, dirigiert von Stefan Schulte, bekannt. Und zur Musikkapelle Herdringen gehört die Schützenbruderschaft St. Antonius Herdringen mit Hauptmann Friedhelm Köchling. St. Antonius Herdringen mit Hauptmann Friedhelm Küchling konnte vor drei Jahren ihr 250. Jubiläum feiern. Schützenverein in diesem Festzug präsentiert uns die Schützenbruderschaft Hirschberg, die unter Leitung von Raimund Kühne ihr eigenes Tambourchor mitgebracht hat. Seit 1365 kann die Bruderschaft ihre Existenz nachweisen. Und das zur Freude von Oberst Dieter Bräutigam, Franz Werner Westermann und seine Frau Hiltrud tragen die Königswürde mit großer Lust. Und zu unseren Ballerfreunden gehören die sportlichen Übungen.
haben wir eben schon gelernt. Thank you.
Start. Thank you.
Der freundliche Oberst heißt Franz Josef Schröer und das lachende Königspaar Jörg Friedrich Winnig und Ehefrau Nadine. Alle Schützen, meine Damen und Herren, und alle Musiker sind heute freiwillig nach Minden gekommen. Ludger Bornemann und sein freiwilliges Tambourchor Öfentrop unterstreichen dies aber zusätzlich mit ihrem Namen. Ihnen folgt, stolz und mächtig, die Schützenbruderschaft St. Sebastianus Öfentrop, die Schützenoberst Johannes Witte und 1653 Mitglieder stark, im heute gehen sie alleine, die Schützenbruderschaft St. Georg von 1833 mit Oberst Thomas Schulte. Dieter Sill aus der Südkompanie errang die Königswürde mit dem 103. Schuss und wählte sich seine Frau Iris zur Königin. Das ist schon mal sehenswert, oder nicht? St. Antonius. So
herzlichen Applaus begrüßen wir Warstein, die Stadt, in der in drei Jahren das 20. Bundesschützenfest stattfinden wird. Die Warsteiner präsentieren sich mit ihrer Spielleutevereinigung unter Leitung von Stefan Stracke und der Stadtkapelle, geleitet von Uli Moritz. Die 1621 erstmals erwähnte Bürgerschützengesellschaft Warstein freut sich mit ihrem Vorsitzenden Werner Jesse und ihrem Königspaar Karl-Heinz Algenbach und Anne Happe auf viel Arbeit und viel Freude im Jahre 2007. Wir werden uns ganz sicher in Warstein wiedersehen. Oder läuft die? Ja, läuft die. Unterstützung werden die Bürgerschützen durch die St. Sebastian Junggesellen-Schützenbruderschaft Warstein erhalten, die sich auch schon seit 1767 bewährt hat. Christoph Gölle, der als erster Hauptmann fungiert, sowie Thorsten Tacke und Simone Beneke als Königspaar, wollen hier in Menden wichtige Eindrücke für 2007 sammeln. Oh, das ist total irre.
1912 auf die St. Stephanus Schützenbruderschaft Niederalba. Ihr König ist Rainer Kelle, Christiane Beres seine Königin und Hauptmann Friedel Sörken stellt den Paket in 520 Schützen zur Seite. Dem alten Attendorner Stadtturm und Schützenmuseum trägt
letzten Wochenende wurden den Finnentruppen beim Schützenverein Bandol von 1879 Kaiser, König und Jungschützenkönig ermittelt. Mit 109 Schuss schaffte es Toni Knape zu Kaiser und Welte Marie Welte zur Kaiserin. 114 Schuss brauchte Mike Weißenberg, um König zu werden und seine Lebensgefährtin Steffi Ruhl zur Königin zu wählen. Das Jungschützenkönigspaar heißt Jens Schack und Anke Schütz. Unter der Leitung von Gerhard Adema. Der Bürgerschützenverein Finnentrop mit seinem Vorsitzenden Stefan Wintersohle stellt uns das glückliche Königspaar Wolfgang und Renate Wiedhoff vor.
das ebenso wie das Stadtjungschützenkönigsdorf vom Schützenverein Bremen zurückgestellt wird, reist Rudi und Annegret Klemper und Christoph Kleine mit Julia Köhler. Und das alles teilt uns freundlicherweise der erste Vorsitzende Andreas Sprenger mit. Michael Köster und Carmen Bayer-Köster mitgebracht. Jawohl, Rudi Simon hätte gerne alle 420 Schützenbrüder und Schützenschwestern mitgebracht, aber Drolshagen feiert an diesem Wochenende sein traditionelles Ernte- und Tierschaufest. Und dafür haben wir selbstverständlich Verständnis. Dünschede ist Dünschede, das zu Attendorn gehört, präsentiert uns mit Wilfried Schauerte die St. Sebastianus Schützenbruderschaft. Die 1884 gegründete Bruderschaft ist stolz auf die Renovierung und den Umbau ihrer Schützenhalle. Wir grüßen Vereinsführung und Königsbahn.
die wir also haben. Seit 1818 gibt es in Lehnhausen die St. Anna Schützenbruderschaft. Wolfgang Schmidt ist der Brudermeister, der Reinhard und Christiane Schulte freuen sich als Königspaar. Der Jungschützenkönig ist Daniel Baumeister. Und als Kaiser hat Bernhard Kramer den Überblick über die gesamte Bruderschaft. Das ist gelungen, dass uns das Stammbuch
herzliches Willkommen dem Schützenverein Listerscheid. Thank you.
und führt uns den Schützenverein Oberhundem 1870 vor. In traditionsreicher Tracht